Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt wieder einen kleinen Zwischenstand zum Busausbau. Da ist wieder ein bisschen was passiert seit dem letzten Video. Da hatte ich ja gezeigt, was ich in der Heckgarage gemacht habe. Und ich habe eigentlich auch ziemlich genau nach dem letzten Video dann hinten aufgehört, beziehungsweise ich bin da eigentlich soweit durch und habe dann jetzt hier vorne im, ich sag mal, Wohnbereich weitergemacht. Ja, und das will ich euch jetzt kurz zeigen, was da bis jetzt passiert ist. Also in dem zweiten Video habt ihr ja diesen Schrank hier schon mal gesehen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen weiter vorangeschritten. Also ich habe, das hat natürlich Farben gekriegt, klar. Aber Riesenpunkt einfach, ich habe halt eben diese kompletten Wände hier verkleidet, ja. Da habe ich jetzt schon ein paar Leute drauf angesprochen. Also bei Instagram hatte ich immer mal zwischendurch so ein bisschen Bilder hier von dem Ausbau halt hochgeladen. Oder was, wie ich da so dran gewerkelt habe. Wie ich das gemacht habe, hier mit dieser Rundung. Das war mir vorher relativ, ja, ich sag mal, wichtig einfach. Oder ich wollte es halt unbedingt so machen, dass das hier nachher aussieht wie aus einem Guss, ja. Und halt nicht hier so angestoßen oder sonst irgendwie. Da hatte ich mich vorher ein bisschen informiert und es gibt halt so Biegesperrholzplatten. Also das Biegesperrholz, nennt sich das Material, ist 7 mm dick. Das muss man nicht nass machen oder sonst irgendwas. Das kann man in so enge Radien reinbiegen. Ist aber relativ teuer, kostet der Quadratmeter ungefähr 20 Euro, wenn, da kommt halt hier schon ein bisschen was zusammen in so einem Auto, also es war ein relativ teurer Spaß, ja, aber ich wollte das halt einfach so haben und ich finde auch so im Großen und Ganzen ist das eigentlich ganz gut geworden. An einer Ecke habe ich es ein bisschen verkackt, sage ich ganz ehrlich, hier oben, das kann ich gleich mal zeigen, dass mir die Platte ein bisschen gerissen, aber okay. Ja, da habe ich aber im Endeffekt, ich weiß nicht, bestimmt 3 oder 4 Tage dran gebaut, bis das wirklich gepasst hat. Ich habe wahrscheinlich ungefähr 3 Mal die Nerven verloren, weil man braucht ungefähr 8 Hände, um das irgendwie da reinzudrücken, dann irgendwie zu messen, weil im Endeffekt, man sieht das jetzt hier nicht, weil das halt gestrichen ist und ich habe das, ich sag mal, mit Acryl halt alles sauber zugeschmiert, dass man möglichst da halt keine Stoßkanten sieht hier vorne. Aber das halt auszumessen und das hier reinmachen, ich sage euch, es war ein absoluter Albtraum, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen werde. Aber ich bin trotzdem eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden damit. Hier oben im, ich sag mal, Schlafbereich ist es gleich in grün. Ich habe auch tatsächlich schon mal drin gepennt. Also man sieht, es ist halt relativ wenig Platz. Ich sag mal, man sollte keine Platzangst haben. Für mich ist es jetzt kein Problem. Ich bin eh nicht so groß gewachsen. Aber die Fliegefläche ist nachher 1,40 Meter auf 2 Meter. Also das ist nicht die Matratze, die nachher hier reinkommt. Die ist dann ein bisschen größer. Ja, hier habe ich das noch ein bisschen besser hingekriegt mit dem Biegesperrholz, weil mir hat das dann mit der Maserung und so weiter, mit dem Holz halt echt ganz gut gefallen. Und außer hier in der Mitte sieht man eigentlich gar nicht, dass ich das irgendwie gestoßen habe. Und da dachte ich, okay, ich mache da nur einen Holzlack drauf. Das sieht dann halt gemütlich aus, ja. Und ich finde, es ist auch echt, ja, ganz gut geworden. Aber hier oben, jetzt gerade die letzten Wochen, war es ja sauheiß. Das war mindestens, also ich würde fast sagen, noch schlimmer, weil man muss dann da oben rein mit der Platte drücken, messen. Ja, wie gesagt, echt nicht ohne, ja. Gut, dann habe ich hier oben, das Fenster war ja schon drin von Anfang an. Da habe ich nur diesen Fensterrahmen halt wieder ein bisschen sauber gemacht und dann eingesetzt. Der ist zwar ein bisschen vergilbt, aber gut. Wollte ich jetzt nicht nochmal neu kaufen, beziehungsweise ist halt dann auch schwierig für dieses Fenster halt diesen passenden Rahmen nochmal zu finden. Dann haben wir hier oben diese Spots, ja, 4 Stück im Auto. Das habe ich folgendermaßen gelöst. Mir war es natürlich wichtig, dass ich einmal das Licht vorne anschalten kann. Sprich, wenn ich abends vorne ins Auto reingehen kann, ich Licht anmachen. Da habe ich jetzt, das hängt jetzt alles hier unten noch so ein bisschen rum, weil hier halt noch die Küchenzeile so fehlt. Das ist aber so, wenn ich das Licht hier anmache, dann habe ich eine Wechselschaltung und hinten im Bett, da ist ein Lichtschalter, da kann ich das ausmachen. Da muss man dann eine Wechselschaltung bauen, brauche halt den richtigen Lichtschalter dafür. Aber ich denke mal, es ist halt sinnvoll, dass man das halt unten anschalten kann und auch oben aus und auch umgedreht, ja. Weil wenn ich oben im Bett liege, dann, ich weiß genau, wie das ist, dann ist das Licht noch an, dann musst du nochmal runter, blöde Sache. Dann habe ich da oben noch 2 USB-Anschlüsse halt bei dem Lichtschalter, dass ich halt nachts mal das Handy laden kann oder sonst irgendwas. Ja, kurz was hierzu. Hier ist mein Kühlschrank. Eigentlich wollte ich ja den Kühlschrank, der hier in dem Auto drin war, wieder einbauen. Jetzt ist es allerdings so, ich habe mich dann immer ein bisschen informiert. Der Kühlschrank, der hier drin war, das war ein sogenannter Absorberkühlschrank, wie die auch in den
in den meisten Wohnwagen und auch in vielen, ich sag, gerade älteren Wohnmobilen eigentlich verbaut sind. Die funktionieren mit 230 Volt, 12 Volt und Gas. Jetzt ist es allerdings so, ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich die hier nochmal auf Gas hätte eingetragen bekommen. Und dann ist es auch so, die funktionieren, ich sag mal, wenn es richtig heiß ist, kann es schon passieren, dass die nicht mehr so gut funktionieren, weil die brauchen relativ viel frische Luft. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall wird da irgendwas heiß gemacht und der Kühlschrank wird kalt. Ja? Keine Ahnung, wie das geht. Auf jeden Fall ein Bekannter von mir, der hat ein bisschen Plan davon. Er sagte, hier, du musst auf jeden Fall ein großes Lüftungsloch aus in dein Auto reinschneiden, weil sonst wird der Kühlschrank nie richtig kalt machen. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, der Kühlschrank ist schon irgendwie 15 Jahre alt. Und jetzt schneide ich mir da große Löcher ins Auto rein und in 3 Monaten ist das Ding kaputt und dann habe ich auch nichts gewonnen. Gut, dann habe ich mich informiert und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist einen vernünftigen 12 Volt Kompressorkühlschrank zu kaufen. Ist aber auch, sag ich ganz ehrlich, mit Abstand die teuerste Variante, weil die Dinger sind wirklich unbezahlbar. Das ist jetzt ein Dometic, ich glaube CRX80, also 80 Liter Volumen hat er. Und also es ist mega geil, das Teil, weil der funktioniert mit 12 Volt und der läuft absolut autark durch meine Solaranlage auf dem Dach. Der läuft jetzt schon 3 Wochen durch und meine Solaranlage produziert ungefähr doppelt so viel Strom, wie ich hier eigentlich verbrauchen kann. Ist echt mega und das Ding macht richtig kalt, ja. Der hat hier innen drin, kann man auch 4 Stufen, Kältestufen machen und so weiter und so fort mit Gefrierfach. Aber ich glaube, UVP vom Hersteller 1100 Euro und wer mal Küchenstuhl-Kühlschrank gekauft hat, weiß, was man für 1100 Euro für einen Kühlschrank kaufen kann. Habe ich jetzt nicht dafür bezahlt, die findet man im Internet auch, ich sag mal, unter 900 Euro, aber das war jetzt so die, ich würde mal sagen, die krasseste Investition von dem Auto, aber ich war jetzt ein Wochenende unterwegs, wo es heiß war und es gibt nichts Geileres, wenn man sich da abends mal ein kaltes Bier rausholen kann. Hier unten drunter ist meine Heizung, Truma Gasheizung. Da gehe ich aber nochmal, also beziehungsweise zu dieser ganzen Gasgeschichte werde ich nochmal ein extra Video was sagen, wenn das mal alles fertig ist, weil das wird jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Ja, hier kommt auf jeden Fall nachher die Küchenzeile hin mit Herd, Waschbecken. Hier oben habe ich übrigens auch Steckdosen, da sieht man das auch mal so schön mit diesen Rähmchen. Übrigens, was ich einwerfen wollte, da wurde ich dann darauf hingewiesen im letzten Video, weil ich erst gesagt habe, ich nenne jetzt nicht den Namen und habe dann später gesagt, dass die Schalter von Berker sind. Ich habe die Schalter nicht bei Berker gekauft, sondern bei einem Campingzulieferer. Die sind nur von der Marke, ja. Aber inzwischen ist der ganze Kram auf jeden Fall da und auch angeschlossen. Hier das 230 Volt funktioniert auch alles. Ja, hier das hängt halt nur noch so ein bisschen rum, weil ich das mal, ich sag mal, improvisiert in Gang gebracht habe, weil ich mal ein Wochenende unterwegs war. Ja, jetzt wollte ich eigentlich hier drauf noch ein bisschen eingehen. Das ist so mein kleines Hauswasserwerk, weil es gibt im Prinzip so 2 Varianten von Wassersystemen, die man in so ein Wohnmobil oder verbauen kann, ja. Es gibt einmal, ich sag mal, gerade so die kleineren Wohnwagen, beziehungsweise, ja, günstigere Variante ist halt mit einer Tauchpumpe. Das ist einfach, zum Beispiel im Wasserhahn ist ein elektrischer Schalter in dem Moment, wo der Wasserhahn aufgemacht wird, springt die Pumpe an, dann fängt er an zu saugen und irgendwann kommt Wasser. So, ich habe mich aber für die Variante, also Druckwassersystem entschieden. Das ist im Prinzip wie ein kleines Hauswasserwerk. Das ganze System steht dauerhaft unter Druck. Und in dem Moment, wo ihr den Wasserhahn aufmacht oder die Dusche anschaltet, fällt der Druck ab und die Pumpe geht an. Hinten unter meinem Auto ist ein Wassertank. Den habe ich halt unter dem Auto montiert, einfach aus Platzgründen, weil ich finde es halt unnötig, im Auto einen Tank zu haben. Und ich sag mal, im Winter werde ich eh nicht groß unterwegs sein, dass ich jetzt Angst haben muss, dass mir das einfriert. Das kann ich jetzt mal kurz einblenden. Ja, das Ganze funktioniert einfach folgendermaßen. Hier geht ein Schlauch runter in den Tank, dann wird das hier von der Pumpe angesaugt. Also es geht erst durch den Wasserfilter hier, wird von der Pumpe angesaugt. Dann geht das hier in so einen Druckbehälter, der das ganze System nochmal zusätzlich einfach unter Druck hält, wenn man jetzt nur kurz einen Wasserhahn anmacht, um sich die Hände zu waschen, dass nicht direkt die Pumpe anspringt. Und von da aus geht das dann mit einer Leitung weiter. Jetzt fehlt halt hier noch das Waschbecken. Hier geht jetzt eine Leitung rüber an meine Außendusche. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Und ja, das ist im Endeffekt auch gewesen. Das Ganze läuft auch mit 12 Volt und ist, denke ich mal, so die, ja, was, die beste Variante. Ja, aber halt eben auch nicht ganz günstig, weil diese Druckpumpen, die macht 2 Bar, die ist Lebensmittel, ich glaube, die hat 140 Euro gekostet und so eine 12 Volt Saugpumpe, die kriegt man halt für 15 Euro. Hier sieht man auch diese ganzen Anschlüsse, das ist auch so, ja, halt keine Schlauchschellen. Hier oben, gut, hier oben habe ich 2 Festo-Anschlüsse genommen.
Aber das ist hier von Reich, das ist das gleiche System, steckt man halt rein, keine Schlauchschellen, weil, ja, gerade bei einem System, was dauerhaft unter Druck steht, wäre es halt eine Katastrophe, wenn da halt irgendwo eine Undichtigkeit ist, und weil die Pumpe pumpt den Tank dann leer. Solange da kein Gegendruck ist, ist halt schlecht. Deswegen ist da auch noch ein zusätzlicher Schalter, wenn ich jetzt mit dem Auto nicht unterwegs bin, nehme ich trotzdem den Strom von der Pumpe, dass, wenn doch mal eine Undichtigkeit wäre, ich hier halt keine Katastrophe erlebe. In dem Bestandsaufnahmevideo hatte ich ja erzählt, dass ich hier diese zwei Löcher im Auto habe von der alten Heizung, die ich nicht verwenden kann. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier einmal den Einfüllstutzen für meinen Wassertank zu machen, dass ich den von hier befüllen kann. Und dann habe ich hier, weil ich das zweite Loch halt noch hatte und ich nicht wusste, was ich dann machen soll, habe ich hier so eine Außensteckdose für Gas hingesetzt, dass ich halt nachher, wenn, dann nehme ich halt einen Gasgrill mit, dann kann ich ihn gerade hier einstecken, und dann ist das, denke ich mal, eine ganz gute Sache, und dann habe ich die Löcher halt auch verwendet. Und das hat Gott sei Dank hier gerade noch so vom Abstand gepasst. Ja, das ist meine Außendusche. Da habe ich hier einfach so eine Klappe reingesetzt. Gibt es fertig zu kaufen. Das hier so ein, wie so eine Art Pressluftanschluss. Und dann hat man hier so eine Brause. Das mache ich nachher noch, dass man das hier oben einhängen kann. Dann mit so einem einhängbaren Duschvorhang. Da ist im Endeffekt hier nochmal ein Schalter, wo ich jetzt die Pumpe nochmal an- und ausmachen könnte. Und ein Mischer, weil ich nachher, also später noch einen Boiler einbauen für warmes Wasser. Da hat man nochmal, da muss man jetzt ganz kalt duschen. Und dann ist das auf jeden Fall schon eine ganz praktische Sache mit der Außendusche. Gerade auch, wenn man jetzt im Training sich mal zwischendurch mal gerade einen Kopf abwaschen will oder so, nach dem Rennen, wie auch immer. Und muss dann halt eben nicht immer ins Auto rein und hat da die Sauerei. Finde ich auf jeden Fall super Sache. Gut, muss ich halt hier ein Loch reinschneiden. Aber ja, war mir auf jeden Fall die Sache wert. Man sollte halt auf jeden Fall, wenn man halt so Ausschnitte und sowas ins Auto macht, das Ganze vernünftig eindichten, weil sonst hat man da ruckzuck ein Problem mit Rost. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall zum aktuellen Stand. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war jetzt schon wieder ja relativ lang, aber ich könnte jetzt auch wieder ewig weiter erzählen, was ich hier alles und wie ich das gemacht habe. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder mir halt auch auf Instagram schreiben. Haben ja auch schon einige gemacht. Ich werde das dann versuchen, möglichst alles zu beantworten. Und ja, seid gespannt aufs nächste Video, wie es da weitergeht. Ich würde eigentlich gern mehr Videos machen mit kleineren Schritten, aber ich sage halt einfach ganz ehrlich, ich kriege das nicht gebacken, weil ich halt wirklich echt mal fertig werden will hier. Und das zieht sich halt schon echt sehr lange hin. Ja. Es ist jetzt auf jeden Fall langsam in einem überschaubaren Rahmen, und ich denke mal so, dass ich das Ganze hier in den nächsten 4 Wochen abschließen kann, und dann gibt es auf jeden Fall noch mindestens 1 bis 2 Videos, wo ich vielleicht auch nochmal so ein, zwei andere Sachen genauer erkläre. Ja? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.